der Reise hier in Amerika wegen einer ganz anderen Geschichte und habe dann durch Zufall das Auto entdeckt. Das Auto war zum Service bei einem Bekannten und mir fiel gleich auf, dass dieses Auto sehr, sehr original ist. Ich habe mich eigentlich an diesen Stern da erinnert, den ich mal in einem Le Mans Buch gesehen habe und habe mir dann das Auto im Detail angeguckt und festgestellt, dass das ein absoluter originaler 3 Liter RSR ist. Das Auto hat sogar noch den Originalmotor, obwohl das Auto 1975 Daytona gefahren hat und auch die Klasse gewonnen hat. Und es hat 75 auch Le Mans gefahren, ist nur 3. geworden in der Klasse und 9. gesamt. Und trotzdem ist Motorgetriebe, all diese kleinen Details sind immer noch original. Das ist einfach fantastisch im Zustand. Ja, man muss sagen, hier in Amerika gibt es sehr, sehr viele Autos, die nachträglich aufgebaut worden sind, die größere Motoren haben. Es gibt hier eine Klasse, die geht von 2,5 Liter Hubraum, ich denke mal bis über 4 Liter Hubraum. Also Fahrzeuge zwischen 250 und vielleicht 500 PS. Also wie ich schon gesagt habe, ein ganz, ganz breit gestecktes Feld. Diese Veranstaltung ist das schon ein sehr schönes Auto und ein wertvolles Auto mit vor allem mit historischem Wert. Natürlich auf so einer Hochgeschwindigkeitsstrecke. Je mehr PS man hat, je schneller ist man unterwegs. Und es ist einfach ein Auto, was von 1970 ist, 34 Jahre alt. Aber die anderen sind ja auch in dieser gleichen Kategorie. Also auf jeden Fall macht es Spaß, damit zu fahren. Hätte einfach 100 PS mehr haben müssen, aber hatten sie 1970 nicht. Zunächst einmal hat man im Team eintätowiert, bring das Auto heil nach Hause. Ist ein originaler Ex-Werkswagen gewesen und da will ich auch Rücksicht drauf nehmen. Also ich habe einen vernünftigen Start gehabt, war ganz gut, war ein bisschen eng in der ersten Kurve, aber ich konnte 4-5 Leute dort überholen. Dann im Infield noch mal 5-6, die habe ich auch gehalten. Also ich werde vielleicht so zum Ende die Plätze gut gemacht haben, dass ich vielleicht Mitte 20 bin von 120 Startern, ist ganz ordentlich. Aber ich kann einfach durch das kurze Getriebe verliegt sehr, sehr, sehr viel auf den langen Geraden, beziehungsweise hier sind es ja lange Steilkurven. Ich bin sehr zufrieden, war ein gutes Rennen.
Spaß gemacht. War klasse. Und nicht redesigned. Im gleichen Zustand zurückgebracht wie abgeliefert.